Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 mit dem Aaron. Hi, so. Und guten alten Marco. Genau. Wir spielen immer noch den Abenteuermodus und ja, wir haben noch einige Level vor uns und als Stimmt. nächstes kommt das wilde Gewippe und der Aaron ist an der Reihe. Ja, ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen Trimmdichtpfad zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichte bereit gemacht haben, hilft vielleicht eine Stampfattacke auf die andere Seite, um sie wegzukatapultieren. Cool. Einfach springen und L gedrückt nach unten halten. Der Sportlehrer. Also, ja. Dein natürlicher Feind. Sag mal. Ich bin mal gespannt. Vor allem, wir haben bis jetzt wenig Mario 3D, New Mario Bros. Level gehabt. Und ja, das ist eins. Ich wollte nämlich gerade sagen, da hatten wir bis jetzt irgendwie... Das stimmt. Cool. Die Wippen sind auch okay, neu auf jeden Fall. Bewegen sich natürlich. Ja. Nice. Okay, das ist natürlich auch tricky, aber ziemlich cool, finde ich. Ja. Zum Glück muss ich nicht die Münzen sammeln. Das hätte schwierig werden können. Nein, ich will den Pick. Nein, okay, gut. Ach, stimmt, hier kann man sich in der Luft ja so drehen. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich muss wirklich sagen, mir macht es mega Spaß, mit dir in den Abenteuermodus zu spielen. Und es ist halt vor allem cool, die ganzen neuen Elemente kennenzulernen. Aber ich bin wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen, was die Leute sich online alles ausgedacht haben mit den ganzen neuen Elementen. Stimmt, mit 3D-World und allem, da haben wir es ja eh schon. Oder auch mit diesen zwei Spielern so, wo wir es auch nicht genau wissen. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, die kannst du mit der Stampfattacke dann besiegen. Das stimmt, ich überlege mir, was glaubst du, wenn ich dabei der Rechten das mache, dass ich sterbe? Nee. Nö, ich glaube, die Pfeile sind kein Fake. Na gut, okay, die sind zu Münzen, aber... Das stimmt. Vielleicht denken wir auch zu böse, weil das kommt erst später dann ein bisschen. Ja. Geil! Das musste jetzt nett sein, aber ich finde es trotzdem cool, ihn zu sehen. Das stimmt. Glaubst du, in der Röhre ist was, Alter? Ja, bestimmt. Ja. Riesenpuppen. Oh, du darfst mich nicht umbringen. Nein! Nee, das ist es mir nicht wert für 10 Münzen da oben. Wer den letzten Part gesehen hat, weiß auch warum. Das stimmt, das sind meine besten Freunde. Stimmt. Aber ich find's immer noch interessant, dass mir hier beim Checkpoint nicht groß wird. Aber vielleicht kann man das auch diesmal einstellen, je nachdem. Ja. Ich meine, dann würden wir es nicht machen, weil als Profis haben wir sowas nicht nötig. Nee, natürlich nicht. Wickler! Cool, finde ich auch cool. Bestimmt. Aber wen nicht. Tschüss, Wickler! Tut mir eigentlich leid, aber... Geil. Ist da jetzt unten drunter was? Du kannst ja auch mit dem Wandsprung wieder hoch, weil ich denke zwar nicht, aber... Ja. Ich weiß es auch nicht. Das ist... Ja. Okay. Nö. Aber ich war mal auch unsicher, dass... Ach, die muss ich erst kaputt machen, ne? Ja, oder beim Drehsprung. Ja. Jetzt habe ich es mir natürlich schwieriger gemacht, als es sein musste müssen. Oder so. Ich habe ihm gedacht, der Kaktus bringt. Nochmal eine Stampfattacke aufs Kater. Ja, gut, sowieso. Gut, jetzt müsstest du so haben, ja. Hier, alter Junge. War ein interessantes Level auf jeden Fall. Und du hast es auf jeden Fall auch geschafft. Nicht schlecht. Ja, ich habe mal einen richtig coolen Kettengreiferkurs angelegt. Wer es ein Ziel schafft, kriegt eine Belohnung. Wenn du am Kettengreifer hängst, schwinge mit dem linken Stick nach links oder nach rechts hin und her und springe mit B ab. Okay, dann machen wir das doch mal. Jo. Kettengreifer trimm dich fahrt mit Geil. Super Mario Bros. 3. Cool. Geil. Ich muss es wieder erwähnen, auch wieder ein neues Element. Oh geil, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt in dem Spiel so geile Sachen da reinzumachen, das ist echt cool. Da muss man jetzt dagegen schwingen, ne? Und dann... Genau. Geil. Sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Stimmt. Aber so wie ich gesagt habe, beim Checkpoint wahrscheinlich kann man sich da jetzt wirklich einstellen, was man machen will, weil ich habe jetzt einen Stern bekommen. Ja, aber das Level ist auf jeden Fall cool. Das stimmt. Mal hier irgendwas drücken, ich drücke jetzt mal nix. Nö, okay, also du hakst dich auf jeden Fall automatisch ein. Weil ich habe ja die ganze Zeit Rennen gedrückt, aber ich habe es extra mal weggelassen. Okay. Aber zum Loslassen musst du wahrscheinlich nochmal drücken. Ja, dann einfach springen. Nein. Gut, war ein nettes Level auf jeden Fall, um die Kettengreifer mal kennenzulernen. Das stimmt. So, das war's dann alles. Ja. Ein paar schöne Minze. So. Okay, der Westflügel ist jetzt, glaube ich, fertig, oder? Mhm. Cool. Sehr schön. Westflügel, Erdgeschoss, fertig. Aber warum sind die Türen bei beiden zu?
Ja, wir müssen wahrscheinlich aufs ganze Schloss warten. Mm, das kann gut sein. So, mal sehen, was du jetzt für ein Level bekommst. Ja, Schubidu. Schubidu. Ah, das hat jetzt sogar nur einen Stern wieder. Mm. Und das untere dann drei. Okay. Oh nein, ich will das Level nicht machen, das Haus sehr viele Schlüssel. Schuhgumbas können ganz schön nerven. Aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Mhm. Das wissen wir. Wenn du ein anderes Modell anprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit der großen Variante kannst du der Luft eine Stampfattacke ausführen. Das ist ein Ein-Sterne-Level, also ist es bestimmt heftig. Ja, ich meine, die Schuhe kennen wir auch aus dem letzten Teil. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was Neues dabei ist. Das stimmt. Oh, die Designs sind so geil. Kein Schneelevel. Das ist zumindest neu. Das stimmt. Das ist wahr. Ja. Und klar, mit dem Schuh kann man natürlich auch über die Manchas drüber. Ja. Das ist ganz schön heftig, also. Ja, bis jetzt schlägst du dich wirklich besser als gedacht. Das ist wiederum wieder die Leistung, die ich. Ja, das war jetzt wieder typisch. Also, bis jetzt war heftig. Dann kacke ich ab. Ich wollte aber wolltest den anderen doppelten Schuh oder halt ja. So. Kann ich auf die eigentlich auch drauf? Ja, ja. Da war ich noch nicht ganz 100% sicher. Natürlich, als Profi muss ich alle Münzen sammeln, die spitzen. Natürlich. Andererseits, wenn wir es irgendwann wirklich für was machen müssen, würden wir es eben machen. Also, dann würden wir alles. Sag mal! Du wolltest doch nur den großen Schuh. Ja, okay, du hast wieder erwarten, halt eben. Jetzt wird ein Schuh draus. Geil. Deinen Damenschuh. Und noch einer. Sag mal! Ja gut, ich muss den Schuh, du weißt ja. Ja. Okay. Das ist auch interessant. Das ist bestimmt auch, ja. Ich bin mit einem Damenschuh, yo. Okay. Ich überlege gerade, wo ich mir das wo fliegen kann. Ich muss nur gedrückt halten, dann zum Fliegen. Husch. Ich überlege nur gerade, ist das nicht dann so einfach? Ja! Ja gut, für Leute mit unserem Können ist das halt schon cheaten, oder? Das stimmt. Hey, aber für Level 1 finde ich es gar nicht so. Also, ja klar, es ist einfach, aber ja. Es geht auf jeden Fall länger, als ich gedacht hätte. Also. Aber wahrscheinlich kommt genau jetzt nach der Röhre dann ausziehen, schätze ich mal. Ja. Aber es ist kein schlechtes Level, ja. Nö, verkehrt ist es auf jeden Fall nett. Na komm. Schubidu. Doch, war ganz schön, aber jetzt kommt das Level mit den vielen Schlüsseln. Und da ist wieder Geschick gefragt, also perfekt für uns eigentlich. Das stimmt. Wenn es dir aber Mut macht, ich glaube, es ist das erste 3-Sterne-Level, alter Junge. Ja. Das Gebäude bauen geht fröhlich weiter. Nein, wird's nie langsam. Aufträge, Aufträge. Das Haus der vielen Schlüssel. Hey, ich habe ein echtes funky Spukhaus gebaut. Ganz schön gruselig, aber wer das Ziel erreicht, geht nicht leer aus. Versprochen. Dafür braucht man allerdings mindestens 4 Schlüssel. Popstar-Zeit. Warum kriege ich denn die ganzen Spukhäuser? Ich hoffe, dass wenigstens Mario wollte. Wir wollen halt dich challengen. Jawohl. Was Autoseffekt gibt es eigentlich? Haben sie auch Spukhäuser gemacht in anderen Design? Ich glaube schon, dass es geht. Geht nicht. Okay. Oh, das ist ja fast schon geschenktes Level. Echt? Oh. Also den ersten Schlüssel haben wir auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Dann bin ich mal gespannt, da brauche ich die anderen Items garantiert auch alle. Das stimmt, alter Junge. Die Frage ist nur wo. Oh, okay. Okay. Wenn du die beiden Sprungfedern da drauf machst, dann kannst du höher springen als noch die andere. Ja. Genau. Aha. Ja, wir sind nicht so dumm, wie man denkt. Das stimmt. Wir sind dumm. Aber das ist auf jeden Fall cool gewesen. Man hat auf jeden Fall auch schon Skill gebraucht, aber gut, deswegen ist ja auch Level 3. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Und ein Powerblock, oder? Vermutlich. Ja.
Aber wir können es nicht mal. Obwohl. Naja, doch. Nein! Das war blöd. Schießt es alles wegen Chicken. Ja. Ich kann ja auch schneiden. Habt ihr wohl gedacht, dass ihr mich da reinlegen könnt? Laufbänder. Die liegst du doch halt hier. Ja. Er liebt Laufbänder, aber noch mehr liebt er sein Trampolin. Das stimmt. Ja, sehr gut. Hast du jetzt nicht schon 4 Stück? 3. Ich will aber alle. Gotta catch them all. Ne, 4 oder den ersten hast du schon benutzt? Ne, hast du nicht. Doch, den ersten habe ich benutzt schon. Also dann sonst auch 4. Ach so. Ich glaube, ich weiß, was wir für den Raum brauchen. Es ist nur eine vage Vermutung, aber... Okay. Wahrscheinlich. Okay. Ja gut, wenn ich sag, da ist... Ja. Ja, klar. Aber irgendwie macht es schon Spaß, also das ist auf jeden Fall eins der kreativeren Level, würde ich mal sagen. Das stimmt. So. Wenn ich das 1:1 nachprofitiere, nicht auf, oder? Nö. Auf gar keinen Fall. Die Schlüssel. Das stimmt. Ah, okay, den Schlüssel brauchen wir, um hier die Bonussachen zu holen. Okay. Na gut. Ich wollte gerade sagen, kannst du nicht unten. Ja, doch, ich wollte nur schauen, wo die Röhren hinführen. Okay. Ich glaube, ich habe meinen Tunnel bis zur anderen Seite daneben gegraben. Dort ist alles verkehrt rum. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort zum Beispiel mit L hoch. Fieser Maulwurf. Bin ich mal gespannt, wie fies der Maulwurf war beim Levelbau. Ist das ein Kumpel von unserem Kumpel? Das kann gut sein, du meinst von Don Resetti? Ja. Und ich habe ihn tatsächlich das erste Mal richtig ausgesprochen. Gut! Eher runter, oder? Ja. Ja. Ich mag das Space Design. Das stimmt auf jeden Fällt Fall. Da was raus? Naja, aber du musst rein. Und bevor du fragst, ich habe auch keine Ahnung, wie man die Münze da unten kriegt. Ah! Cool. Sowas ist immer geil, weil ich sowas finde, sowas schlecht. Ich bin daran auch nicht gut, aber ich finde es cool auf jeden Fall zum Anschauen. Stimmt. Gut, wir geben es zu, ich habe deshalb im Programm das Bild einfach umgedreht. Damit es aussieht, als würde Aaron irgendwas mit Skill machen. Gesundheit. Danke. Wo muss. Muss ich da unten an die Kiste? Musst du wahrscheinlich nicht, aber. Gesundheit ist wahrscheinlich ein Pilz drin oder sowas. Die Ding ist, wenn ich falsch springe, schaffe ich. Ach so, ist da oben. Ja, okay. Dann geh lieber durch die Röhre. Halt. Komm ich in die Nähe. Ich schlafe nicht. Ja, das Feld der Runde fällt bei mir schon früher. Cool. One up.
Irgendwie ist das so ungewohnt. Das stimmt. Sag mal, das ist ja nix. Doch, Münzen. Oh. Nein! Oh, das ist auch interessant. Nein. Auf jeden Fall. Hey, hä? Muss in die Tür wahrscheinlich. Ja, aber. Jetzt! Jetzt schnell hoch! Also so weit hoch meinte ich jetzt eigentlich nicht. Was bei meinem Glück wirklich passieren kann. Ja, oder wenn du oben in den Abgrund fällst, ist eh egal. Das hättest du dir sparen können, auf uns steht. Ich probiere jetzt zu überlegen, wie ich das später mache. Weil das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, spring runter. So. Die Frage ist, ob du überhaupt durch die Tür musst. Ah, okay. Hey. Okay. Hier. Hast du vorhin wahrscheinlich einfach zu kompliziert gedacht? Naja, gut, ein Level machen wir noch. Hauptgebäude ist auch fertig. Beziehungsweise kriegen wir jetzt neue Level wieder zu. Erdgeschoss aber erst oder? Ja, wir sind noch relativ am Anfang. So. Ist jetzt neue Level wieder zugekommen? Nö. Springen im Verbot. Weil, dann mache ich das auf jeden Fall, weil das ist das letzte. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt überhaupt. Gut, unser nächstes Level heißt Springen verboten. Junger Freund, das ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder herunterzufallen? Okay. Und ich soll Y zum schneller Laufen gedrückt halten. Das ist wieder eine Herausforderung, wie auf dich zugeschnitten, alter Junge. Oh, okay. Springen verboten. Springen ist verboten, ne? Ja, ich hab's irgendwas. Hä? Ja, Mann, bin ich froh, dass du jetzt wieder dran bist. Reicht das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Hä? Ja, deswegen bin ich auch gerade verwirrt gewesen. Was soll denn dann der Boden sein, wenn du laufen kannst? Hä? Okay. Ich springe jetzt einfach nicht mehr. Schauen wir weiter. Hä? Wie soll ich denn hier rüberkommen, ohne zu springen? Ah, okay. Ich verstehe es trotzdem. Also ich verstehe schon, aber ich... Ah. Okay, habe ich mir komplizierter gedacht, das ist so. Toll! Ja, genau, danke. Was? Ich bin noch gar nicht gesprungen! Toll, jetzt heißt es, ich bin gesprungen, wenn ich das mache. Aber wieso ist denn sonst? Vielleicht ist es auch nur ein Tipp nochmal, Alter Junge. Also. Nee, da oben steht er ja. Keine Ahnung. Du stirbst wirklich jedes Mal da, oder? Wenigstens ist es hier kühl. Das stimmt. Eben bist du wieder, aber wirklich nicht gesprungen. Jetzt zeige ich dir, wie es geht, ohne zu springen. Ja, aber du bist nicht gesprungen. Schade, du bist Game Over. Das hab ich auch noch nicht geschafft. Ha! Willst du es nochmal versuchen, Versager? Bist du scheiße. Ja, ich hab nicht aufgepasst, mein Gott. Mein Gott, nicht springen! So, aber wie soll ich jetzt die Stelle hier machen? Probierst du mal.
Aber hast du eine Ahnung, wie man die Stelle machen soll, wenn du nicht da drauf das Trampolin darfst? Das ist eine gute Frage. Vielleicht mal gucken, auf welcher Taste ich springen kann, damit ich es nett mache. Okay. Okay. Mhm. Gut, wie fangen wir jetzt neu an? Spring nicht über. Gut, das heißt, ich hasse auf jeden Fall, mit denen ich springen. Mhm. Die kann ich jetzt gleich wieder drücken. Na, ich zeig dir jetzt mal, wie man das macht, Alter. Okay. Das war der Tipp, schon mal zu rutschen. Echt? Ja, gut. An der Stelle hatte ich bis jetzt auch immer. Gut. Siehst du, an der Stelle habe ich es noch nicht geschafft zu sterben. Also, wir ergänzen uns auf jeden Fall gut in dem Level. So, bis dahin ist noch relativ easy. Aber jetzt wird es interessant. Hä? Okay, dann verstehe ich es auch nicht. Nein! Genau, aber jetzt hast du den Boden nicht verlassen. Du bist direkt von der Kanone da drauf. Genau. Aber wie soll man das denn hier bitte machen? Das ist wirklich eine gute Frage, weil... Weil so kommst du ja nicht hin. Vielleicht geht du. Wenn es... Warte mal, wenn... Ja. Ja, okay. Es macht zwar keinen Sinn, dass es jetzt anders ist, aber... Eigentlich nicht, aber... Ja. Dann wissen wir das ja jetzt, aber... Jetzt wird's ja erst lustig. Hä, wieso? Hä? Warte mal, nee. Ja, du musst doch, da war mir noch ja. Du hast auch wegen den Greifern gedacht, dass da irgendwas ist, gell? Ja. Oh, das ist geil. Einfach ins Feuer. Ja, ich sag nicht, ich hatte Angst, auf dem anderen drauf zu bleiben. Du bist bis jetzt am weitesten gekommen, deswegen kann ich da nichts sagen. Jetzt! Springst du jetzt? Hä? Du musst nur aufpassen, dass das, die Bombe nicht runterkommt. Also gleich rein. Okay. So, aber wie aktivierst du den jetzt ohne zu springen? Hä? Ah, der Zwomp muss ihn aktivieren, okay. Aber wie soll das dann mit den Donuts? Oh Gott. Das wird ja lustig. Okay. Wäre ich jetzt schon am Ende gewesen, relativ, ne? Ja. Vorsicht. Nein! Aber du hast nicht ewig Zeit. Ich weiß es. Ah, scheiße. Hm. Ach so. Hä? Bist du gerade echt gesprungen? Also, nein, ich bin runtergelaufen. Okay, ich probier's nochmal, Leute. Mindestens wissen wir jetzt, wie es geht. Das stimmt. Also, wird's eine irgendwann eh schaffen? Mhm. Jetzt? Danke. Kein Problem. Da musst du übrigens dich dücken. Dich dücken? Okay. Ja. Ich hatte mich extra eben vorher schon geduckt, weil ich Angst hatte, ich werde genau am Rand stehen, damit ich hochgehe. Jetzt! Das war ein bisschen zu spät, Alter, Junge. Ich habe extra gewartet und dann kam nichts. Ich wollte, dass er bei dir steht. Echt? Danke. Schmeckt's? Ja. Jetzt? Wieder die Killer-Donuts. Falls du dich jetzt nicht dumm anstellst, solltest du es wahrscheinlich schaffen. Hm. Ach doch, ja. Ja. Springst du jetzt? Ja.
hört sich verlockend an. Also ich muss jetzt ziehen, ohne zu springen. Ja. Ich wollte gerade auf die Fahne springen, das wäre geil geworden. War auf jeden Fall das anspruchsvollste Level, das wir bis jetzt hatten. Aber oh mein Gott, nur weil du es gemacht hast! Ja, ich habe es komplett alleine gemacht, also du hast da wirklich keinen Beitrag jetzt geleistet. So, dann gehen wir nochmal kurz zur Bauleiterin. Falls wir gleich weg sind, die Kamera, der Akku ist gleich leer, sagen wir schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Aber jetzt gucken wir mal, ob es hier noch was Neues gibt. Oh ja. Wir können das erste Obergeschoss. Und damit müssten wir ja neue Levels haben. Und die schauen wir uns dann das nächste Mal an. Hoffentlich werden die nicht so nervenaufreibend. Also bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.